Okay, das war's. Ich verkaufe all meine Bitcoin. Ich bin raus. ChatGPT sagt 15%ige Chance, dass Bitcoin zu Null geht. Wir sind am Ende. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy. Ich bin in the pipe, 5x5, versuche am Leben zu bleiben hier in Dubai. Und ich hoffe, euch geht's gut, wo immer ihr seid, auf der ganzen Welt. Danke, dass ihr hier seid und meine Videos schaut. Oh Mann, ich habe eine Sendung heute für euch. Wir werden uns erst die Nachrichten anschauen, das Nachrichtengeläster, und wir werden über ChatGPT reden, dass es sagt, dass wir eine Möglichkeit haben, dass Bitcoin zu Null geht. Ziemlich hoch. 15%, das ist wahnsinnig. Come on, dog. Ich würde sagen, das ist weniger als 1%, aber das bin nur ich. Aber wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Und natürlich, wir werden uns die Charts am Ende anschauen, also schaut das Video bis ans Ende, weil es wird sehr viel Spaß machen. Und wenn euch das interessiert, das zu traden, dann könnt ihr das tun bei femex.davincij15.com oder okx.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung oder auch in den Kommentaren. Bybit wird jetzt bald KYC einführen, nur dass ihr das wisst. Also wenn ihr nicht bereit seid, KYC zu machen, müsst ihr eine andere Exchange benutzen, die ich in der Videobeschreibung habe, wo ihr traden könnt. Also mit dem gesagt, lasst uns weitermachen mit den Nachrichten. Aber bevor wir das tun, will ich euch darauf hinweisen, dass ich ein Ambassador von Fitburn bin, diesem Burn-to-Earn-Spiel, wo du eigentlich trainierst und Geld verdienst, was du dann eigentlich benutzen kannst oder traden. Gegen eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder eine zusätzliche Gebühr. Also das ist nicht sehr viel Geld, was du dadurch verdienst, aber wisst ihr was? Das ist einfach ein guter Weg, um zusätzliche Motivation zu bekommen, um ins Fitnessstudio zu gehen oder auch zu Hause zu trainieren, um dann eigentlich zusätzliche Punkte zu verdienen oder sogar die auch zu stacken, diese Token, denn ihr könnt sie auch staken. Und dann könnt ihr ein besseres NFT aufbauen. Also das macht sehr viel Spaß, dieses Spiel. Und es hat auch sehr viele Eigenschaften, die du verbinden kannst, um zum Beispiel deinen Puls zu messen oder auch wie viele Kalorien du verbrennst. Sodass du eigentlich mehr verdienst in diesem Burn-to-Earn. Also zum ersten Nachrichtenartikel, wir werden darüber reden und zwar, der Coinbase Executive Officer verwendet ChatGPT Jailbreak, um Chancen auf wilde Krypto-Szenarien zu erhalten. Also ich werde das etwas vergrößern, sodass ihr das besser sehen könnt. Das ist etwas groß, aber naja. Also, wenn wir hier runtergehen, dann könnt ihr sehen, dass sie hier schreiben, Bitcoin wird in Vergessenheit geraten und wird irrelevant und die Preise werden bis zu 99,9% fallen bis zum Jahr 2035 und es gibt eine 15%ige Chance, dass das eintrifft. Okay, das war's. Ich verkaufe all meine Bitcoin. Game over, man. Game over. Game over. Nein, das ist ein ziemlich hoher Prozentsatz. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ChatGPT die richtigen Daten benutzt, aber ich verstehe, wo es herkommt, weil ich persönlich glaube, dass es sogar weniger als 1%. Es kommt von dem Fall, dass es sehr viel, jede Erfindung kann scheitern. Und alles, was nicht ein Teil von unserer Realität ist, die wir erfinden, hat einen hohen Prozentsatz, dass das scheitert oder irgendwie gestoppt wird. Also, wenn du dir jetzt fragen würdest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel nicht echt sind, das wäre auch unter 1%. Also ja, eigentlich basiert das nur auf der Grundlage, dass mit irgendeiner Technologie, die wir produzieren, finden wir irgendeine Lösung, die entweder besser als die jetzige Technologie sind oder die sie zerstören könnte. Und deswegen gibt es dir diese hohe Wahrscheinlichkeit, oder glaubt, dass es diesen hohen Prozentsatz hat bis 2035. Ich glaube nicht, dass 2035 der Prozentsatz so hoch ist, persönlich. Aber hey, ich bin kein Computer. Aber was weiß auch ich. Wenn wir weitermachen,
Aber denkt dran, Leute, geht rüber zu bybit.davincij15.com oder auch femex.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung und ihr könnt bis zu 30.000 Dollar Einzahlungsbonus erhalten, aber du musst leider KYC machen und in Deutschland ist das nicht erhältlich, also du musst dafür was tun. Kryptounternehmen plädieren, bei den britischen Aufsichtsbehörden den USA nicht zu folgen. Please, sir, can we have some more crypto in UK? Please, King. Oh my God. Wisst ihr, wie schwachsinnig das ist? Und warum? Wusstest du, dass die Briten Autos verboten haben und dass sie im Automobilmarkt so weit hinter waren, dass sie nie wieder aufholen konnten? Ja, das stimmt. So war das. Sie haben das mit Regulierung gemacht natürlich, weil es nicht ein kompletter Verbot war. Sie haben nur gesagt, du musst einen Flaggenmann haben vor deinem Auto, sodass die Leute Bescheid wissen, hier kommt eine große, gefährliche Maschine und diese Person musste vor deinem Auto laufen die ganze Zeit und du musstest dafür bezahlen. Und das hat natürlich Autos in England, den Nutzen von Autos in England unmöglich gemacht. Und deswegen, Regulierung ist eine einfache Form von Verbot. Also haltet das in Gedanken und wenn wir weitermachen. Bitcoin stellte am selben Tag einen neuen Rekord an täglichen Transaktionen auf, an dem die US-Regierung stillschweigend einen Bankenaufkauf plante. Das ist einfach nur schrecklich. Am Sonntag, als die US-Regierung hinter den Kulissen mit zwei großen Banken zusammenarbeitete, um den neuesten Finanzrettungsplan zu entwickeln, erreichte das Bitcoin-Netzwerk ein neues Allzeithoch bei der Anzahl der täglichen verarbeiteten Transaktionen. Es gab mehr bestätigte Transaktionen als jemals zuvor in seiner 14-jährigen Geschichte und übertraf damit den bisherigen Rekord, der während des Bullenlaufs von 2017 aufgestellt wurde. Oh wow, das ist verrückt. Weil früher waren die Transaktionsgebühren 50 Dollar. Ungefähr um die Weihnachtszeit ging es sogar bis 150 Dollar hoch. Im Dezember 2017, wo die Leute einfach nur massive viele Transaktionen durchgeführt haben. Und jetzt ungefähr, mit einer niedrigen Transaktionsgebühr schaffst du das sogar unter 15 Cent, diese Transaktion durchzubekommen. Also das ist sehr interessant, wie sich das verändert hat. Die Transaktionen sind höher als zum höchsten Punkt im Jahr 2017, was dazu geführt hat, dass die Transaktionsgebühren zu astronomischen Preisen gegangen sind. Aber heutzutage haben wir keine hohen Gebühren. Das ist sehr interessant. Und ich denke an die Leute, die sagen, oh, die Gebühren von Bitcoin werden zu hoch sein. Heute hatte JP Morgan Chase First Republic übernommen, nachdem die Vermögenswerte der notleidenden Bank von den Aufsichtsbehörden beschlagnahmt wurden, was zum zweitgrößten Bankenzusammenbruch in der Geschichte der Amerikaner wurde. Wisst ihr noch das letzte Mal, als das passiert ist? Könnt ihr sehen, dass sie nicht erst erwähnen, wie viel sie dafür zahlen? Weil sie müssen dafür bezahlen. Weil das werden sie nicht sagen. Das letzte Mal, als sie das gemacht haben, diese Bekanntmachung, da hat JP Morgan Barry Stearns für 2 Milliarden Dollar gekauft und sie haben mehr gezahlt. Ich glaube, 5-mal mehr. Es war 2 Dollar ein Anteil. Und dann mussten sie 10 Dollar einen Anteil zahlen. Aber das war einfach nur beleidigend. Und der Grund dafür ist, dass Baron Stearns Gebäude, was sie dadurch besitzten, war 2 Milliarden wert. Was? Also, jeder hätte das kaufen können, hätte von der Bank eine Leihe bekommen, um die Bank zu kaufen. Ganz ehrlich, das ist einfach nur schwachsinnig. Absolut schwachsinnig. Also sie haben das eigentlich umsonst bekommen. Weniger als was eigentlich die Assets wert waren, weil es ist JP Morgan. Sie besitzen die Federale Reserve, die eigentlich die Banken übernommen hat. So, hey, company that I own, can I have diese Firma günstiger?
Oh, damn. It's ridiculous. Absolutely ridiculous. Versucht die Bundesregierung, Krypto zu töten? Duh. Wisst ihr was? Muss ich überhaupt darüber reden? Es gibt Operation Choke Point. Und das ist ein Dokument mit dieser ganzen Information. Und ihr könnt das PDF finden in der Videobeschreibung von dem Plan, Kryptowährung zu töten. Also. Ja. Oh mein Gott. Werden sie es tun? Ich glaube, sie werden das schaffen, genauso wie sie Bücher zerstört haben, die Regierung. Und deswegen haben wir heutzutage keine Bücher. Aber warte mal. Das stimmt, das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was? Es gab ein Beispiel in Großbritannien, als sie die Leute gehindert haben, Autos zu nutzen. Und heutzutage, ach stimmt, sie haben Autos. Okay, lass uns sehen. Es muss eine Zeit geben, wo die Regierung irgendwas getan hat. Ich weiß, Drogen. Fast in jedem Land auf der ganzen Welt, sie haben eine Regulierung gegen Drogen. Und glaubst du, dass irgendjemand in diesen Ländern Drogen benutzt? No. Oh my God. Ich lebe in dem strengsten Land, was Drogenregulierung angeht. Und es gibt sehr viel Drogen hier. Vertraut mir. Also ja, es ist nicht möglich, Bitcoin und Kryptowährung aufzuhalten. Die Leute werden es benutzen und sich beschützen. Und das war das. Noch mehr Krypto-Exchanges listen Pepe nach Folgen des Hypes. Also ja, deswegen ist der Pepe-Coin, hier könnt ihr das sehen, es ist abgehoben. Das ist, wo ich euch gesagt habe, kauft nicht. Und ihr habt gedacht, oh mein Gott, es ist weiter nach oben gegangen. Du hättest jetzt, hättest du dein Geld verdoppeln können? Ja, das hättest du. Wenn du das hier gekauft hättest, bei der 8, 8000. Das hat gehalten, aber das wäre wirklich riskant gewesen, das zu tun. Weil es hätte auch weiter nach unten gehen können, den ganzen Weg nach unten. Also wenn ihr hier was verkauft hättet, und ihr noch mehr hättet in eurer Tasche, das ist, wo du verkaufst. Du kaufst hier nicht. Aber du sagst, ho, ich hatte Glück. Nein, du kannst hier oben nicht kaufen, in diesen steigenden Märkten. Mach das nicht. Du kannst es traden, ja? Das ist was anderes. Das Traden, als der Durchschnittliche, der rausgeht und das kauft und hält, wenn du das kaufst, das ist eine ganz andere Geschichte. Halte den nicht, um Millionen von Dollar zu machen. Mach das nicht. Du wirst einfach nur verletzt. Jetzt gerade sieht es so aus, als ob es hier eine Spitze erreicht. Und wir könnten sehen, dass es ziemlich schnell runterkommt. Aber das sieht wie eine M-Formation aus. Aber offensichtlich muss das ganz runterkommen bis zu 8000, dass wir sehen können, dass wir hier durchbrechen. Aber es hat sehr viel Kraft. Das ist bei 0,0000055. 0,0001. 0,0000001. Jesus. Wer soll das sagen? Also lass uns sagen, bei 12, bei 12.000 mit 5 Nullen davor. Glauben wir, dass Pepecoin noch mehr pumpen wird? Ja, ich glaube schon. Wenn es wieder zurückgekommen ist, 90% gedumpt ist, da bist du interessiert, das zu kaufen. Aber natürlich könnte das noch eine Weile dauern, bis es zurückkommt. Es könnte noch viel weiter hochgehen und dann 90% fallen. Aber jetzt gerade solltest du das nicht kaufen. Das ist keine gute Zeit, auch wenn es noch weiter nach oben geht. Okay, lass uns übergehen zur Bitcoin-Chart. Und Bitcoin hat diese Unterstützung hier durchbrochen. Bei den 28.631 und bei den 28.388. Der nächste Widerstand oder Unterstützung ist bei 27.666. Wow. 27.666
Ich wäre nicht überrascht, wenn das die eigentliche Unterstützung ist. Let's see here. Let's just test that. Where did it stop? Yeah. Ich habe nur geraten. Und schau, was es ist. Schau dir das an. Könnt ihr das sehen? Ich habe gesagt, ich wette mit dir, das ist 27666. Yes. Also, ich bin mir sicher, wenn du das wirklich genau nehmen würdest, von diesem Widerstand und Unterstützung, würdest du sehr viele so eine Zahlen sehen, 666. Du siehst das als Unterstützung oder auch Widerstand, irgendwo, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist irgendjemand, der einfach nur mit uns spielt oder mit der Preisbewegung, nur um zu zeigen, dass sie es können. Ich werde das genau stoppen bei der 27666. Also ja, normalerweise ist das so, dass es irgendjemand mit sehr viel Geld, der glaubt, dass er damit angeben kann und seinen Freunden zeigen kann. Ich glaube, das ist so. Also, dem gesagt, wo geht es hin? Wird es hier diese Linie halten bei der 27.666, wie böse, oder wird es hier durchbrechen zu niedrigeren Preisen und diese Unterstützung hier durchbrechen bei den 27.314 Dollar? Wenn wir da durchbrechen, dann könnten wir sehen, dass wir heftig runtergehen, den ganzen Weg runter zu 23.000, aber wenn wir da hinkommen, ich glaube nicht, dass es nicht dann runterkommt zu 61.8 bei den 21.000 oder sogar bei den 20.000. Also, wenn Bitcoin diese Bereiche durchbricht hier, und ich wäre überrascht, wenn wir in diesem Bereich hier so lange bleiben, dieser ganze Bereich ist massiver Widerstand, aber wir bleiben hier. Wir prallen nicht davon ab und kommen wieder runter, wir kommen wieder hoch und testen das. Wir bleiben eigentlich in diesem Bereich von dem Widerstand weiter nach oben und das ist einfach nur groß. Das bedeutet was? Ich werde das löschen und das alles neu machen, einfach nur so. Und ich würde sagen, dass Bitcoin diesen Bereich hält. Wir werden hier noch ein W-Form und weiter nach oben kommen. Und eigentlich hier in W-Form ungefähr so. Ich werde jetzt raten, dass wir so etwas machen und dann heben wir ab. Also so etwas formen wir. Und dann gehen wir hoch zu den 35.000. Weil Bitcoin sieht bereit aus, abzuheben. Also wenn ihr das traden wollt, dann könnt ihr das tun bei femex.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung oder auch in den Kommentaren und auch von okx.davincij15. Also, mit dem gesagt, ich glaube, dass Ethereum hier die gleiche Dynamik hat. Es ist in diesem Widerstandbereich und ist jetzt über diesen massiven Bereich der Unterstützung ist. Ich müsste hoffen, dass es diese Unterstützung hält, weil wenn es das nicht tut, dann werden wir einen definitiven Ausbruch nach unten sehen, weil es hatte Probleme hier durchzubrechen. Und das ist der 1825 Dollar Bereich. Da hatte es Probleme. Und als wir durchgebrochen sind, testen wir es nochmal und kommen jetzt wieder dahin zurück. Also ich denke, wir werden diesen Bereich halten und dass wir weiter nach oben gehen. Weil wir sind schon über die 2.000 Dollar und das hat uns signalisiert, dass wir zu den 3.500 gehen in diesem Jahr. Also ich würde darauf wetten, dass es dieser Linie hält. Also wenn ihr in diesem Trade seid, ich glaube, das ist gut, dass wir hier drin bleiben. Also wenn ihr hier kaufen wollt und euren Stop-Loss unterhalb diesem Bereich setzt, ihr könntet das ganz hier unten setzen, wenn ihr das wollt. Aber mein Stop-Loss ist bei den 1722. Das ist, wo du deinen Stop-Loss haben solltest. Bei den 1720. Und dann nimmst du einfach diesen Versuch bei Ethereum. Sieht bereit aus, weiter nach oben zu gehen und mit diesem Run weiterzumachen. Okay,
Ich schaue mir die Dominanz an und die Dominanz, sie hat hier eine Spitze erreicht. Wir sind hier hochgekommen, bis kurz vor diesem Bereich und haben gesagt, ja, wir wollen. Nein, wir sind nicht über diesen Bereich gegangen, über diesen wichtigen Widerstand oder den überhaupt berühren. Diesen Widerstand über uns. Und das bedeutet, dass wir sehen könnten, dass wir eine große Altkohlensaison sehen in diesem Sommer. Das wäre schön, weil das ist wirklich Gefahrenzone für die Altcoins, wenn wir nicht hier etwas Kraft bekommen und zurückkommen und Bitcoin etwas runterdrücken und die Altcoins weiter nach oben, dann wird das einfach nur zerstörerisch. Bitcoin wird einfach nur dominieren und ihr solltet dann einfach nur Bitcoin kaufen, weil das wäre die bessere Wette. Ob ihr jetzt Bitcoin kauft, weil ihr darauf wettet, dass die Dominanz fällt oder auch nicht. Bitcoin ist die bessere Wette über die langfristige Zeit, im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, die wirklich am Leben bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist da etwas geringer, auch wenn ChatGPT so sagt. Also warum nicht den Coin halten, der bis ans Ende da bleibt? Und das ist Bitcoin. Also geht sicher, dass ihr Bitcoin habt, weil es wird sehr gut abschneiden und es wird nicht zu Null gehen. Und deswegen werdet ein Teil der Zukunft. Danke, dass ihr geschaut habt und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.